Lucy Mayfair und die Kammer des Schreckens. Kapitel 13. Lucy schlief in dieser Nacht richtig gut. Deswegen war sie auch sehr überrascht, als sie aufwachte und Patrick neben sich liegen sah. "Was machst du denn hier?", fragte sie. "Ich konnte es nicht mehr ohne dich aushalten", antwortete er. Sie warf einen Blick zu Jennys Bett, was vollkommen leer war. "Sie war schon die ganze Nacht über weg", sagte Patrick. Sie blickte ihn besorgt an. "Muss ich mir Sorgen um sie machen?", fragte sie. "Nein, ich denke nicht. Lass sie selbst auf dich zukommen", antwortete er. "Kannst du mir denn jetzt etwas mehr von der Kammer des Schreckens erzählen?", fragte sie. "Lucy, ich war zu der Zeit nicht in Hogwarts", antwortete er. "Lass es die Lehrer erledigen. Die haben bei so etwas mehr Erfahrung", erklärte er. "Meine beste Freundin ist mittelstämmig, da muss ich mir Sorgen machen", sagte sie. "Es ist viel zu gefährlich", fand er. Lucy gab jetzt auf. Sie wusste, dass sie aus Patrick nichts mehr herausbekam. Sie zog sich an und ging dann mit ihm in die große Halle. Harry, Ron und Hermine saßen schon am Gryffindor-Tisch. Ginny saß etwas abseits von den anderen Gryffindors und rührte gedankenverloren in ihrer Müsli Schale herum. "Ich will mal mit Ginny sprechen", sagte sie zu Patrick. "Okay, ich muss sowieso etwas erledigen", sagte er und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Lucy setzte sich zu Ginny. "Du warst letzte Nacht ja gar nicht im Schlafsaal", sagte sie. "Ja, ich war noch sehr lange in der Bibliothek", sagte Ginny. "Ginny, Madame Binns sorgt immer dafür, dass die Bibliothek um Mitternacht geschlossen wird", klärte Lucy sie auf. "Bist du jetzt meine Mutter oder was?", fragte sie sarkastisch. "Nein, aber deine Freundin", antwortete sie. "Ich bin eingeschlafen", sagte Ginny. Auch hier gab Lucy jetzt nach. Doch sie wusste, dass Ginny sie wieder angelogen hatte. "Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber wenn du reden willst, dann bin ich für dich da", erklärte sie, stand auf und setzte sich zu Harry, Hermine und Ron. "Ist alles okay?", fragte Harry. "Ich mache mir nur Sorgen um Ginny", antwortete sie. "Percy meint, dass es an Mrs. Norris liegt", sagte Ron. "Was?", fragte sie. "Dass Ginny immer so trübsinnig drauf ist. Sie war eine sehr liebe Katzenfreundin", antwortete er. Lucy glaubte aber nicht, dass Ginny nur wegen Mrs. Norris so mies drauf ist. Als Lucy am Weihnachtsmorgen erwachte, fand sie an ihrem Bettende einen Riesenberg an Geschenken. Sie begann, die Geschenke auszupacken. Von Hermine bekam sie ein Buch über mystische Wesen. Von Ron ein Zauberschachspiel, das sie sich vorgenommen hatte, Zauberschach zu lernen. Von Anna und Paul bekam sie ein Paket mit selbstgebackenen Plätzchen. Außerdem noch neue Schlittschuhe. Und von Harry bekam sie ein Buch über Quidditch-Techniken. Sie blickte rüber zu Ginnys Bett. Diesmal aber lag sie noch darin und schlief noch. So leise sie konnte, stand sie auf, zog sich an und verließ dann den Schlafsaal. Unten an der Treppe wurde sie von Patrick erwartet. "Frohe Weihnachten", sagte er und gab ihr einen sanften Kuss. "Hier, ich hab etwas für dich", fügte er hinzu und reichte ihr ein in Leder gebundenes Buch. "Das ist ja ein Tagebuch", fiel ihr auf. "Ja, so kannst du deine Gedanken freien Lauf lassen", sagte er. "Ich wäre verloren, wenn ich nicht Tagebuch schreiben könnte", erzählte er. Sie musterte das Tagebuch, als ihr auffiel, dass es verschlossen war. "Es ist noch verschlossen", sagte sie. "Oh, warte", sagte er und holte eine Silberkette hervor, an der ein silbernes Medaillon baumelte, das die Form von einem Herz hatte. "Wenn du das Medaillon aufmachst, kannst du damit das Buch öffnen", erzählte er und zeigte es ihr. "Danke", sagte sie und gab ihm einen Kuss auf die Wange. "Was machst du heute an Weihnachten?", fragte er, während die beiden den Gemeinschaftsraum verließen. "Keine Ahnung, den Tag genießen", log sie. Eigentlich hatte sie heute mit Harry, Hermine und Ron vor, Malfoy wegen der Kammer des Schreckens auszufragen. "Die müssen für heute etwas erledigen. Kannst du mir versprechen, dich nicht in Schwierigkeiten zu bringen?" "Was habt ihr vor?" "Wir müssen nur mal wieder jagen gehen", antwortete er. "Verstehe", sagte sie. "Also kannst du es mir versprechen?", wiederholte er. "Ich werde mir Mühe geben", sagte sie.
Okay, sagt er. Er begleitete sie noch in die Eingangshalle, wo sie sich dann trennten. Bambina war extra bei Zeiten aufgestanden, um noch einmal nach dem Wirsafttrank zu sehen und etwas für Crepe und Gold zu besorgen. Dann versuchte sie noch aus der Wäscherei Umhänge von Crepe und Gold zu besorgen. Sie kam gerade um die Ecke, als sie sah, wie Daniel aus Myrtes Toilette kam. Was hatte Daniel in dieser Toilette zu suchen? Als sie sich sicher war, dass er verschwunden war, lief sie zur Mädchentoilette, um zu kontrollieren, ob beim Trank alles in Ordnung war. Aber der Trank schien vollkommen in Ordnung zu sein. Lucy saß gerade mit Harry und Ron beim Frühstück, als Hermine zu ihnen kam. Ich habe alles vorbereitet. Ihr braucht noch ein paar Haare von Crabbe und Goyle, sagte sie. Wie sollen wir das anstellen? Fragte Ron. Hier, antwortete sie und zeigte ihnen zwei Muffins. Ich habe die hier mit einem einfachen Schlaftrank gefüllt. Einfach, aber sehr stark, erzählte sie. Wenn die beiden schlafen, sperrt sie in die Besenkammer und rupft ihnen ein paar Haare raus, erklärte sie. Oh, Hermine, darf ich die beiden in die Besenkammer sperren? Ich würde gerne mehr tun, flehte Lucy sie an. Ron, nimm es mir bitte nicht übel, aber wegen deines kaputten Zauberstabs muss Lucy leider die Aufgabe übernehmen, erklärte Hermine. Kein Problem, sagte Ron. Nach dem Frühstück versteckte sich Lucy mit Harry hinter einer Statue. Die beiden Muffins hatten sie auf einen Treppenabsatz gelegt. Lucy richtete den Zauberstab auf die beiden Muffins. Wingardium Leviosa, sagte sie. Und die beiden Muffins schwebten in die Luft. In diesem Moment kamen auch schon Crabbe und Goyle um die Ecke. Hey, sieh mal, sagte Crabbe und deutete auf die beiden Muffins. Die beiden rannten gleich auf die Muffins zu und aßen sie in einen Haps auf. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis die beiden umkippten und anfingen zu schnarchen. Sofort schleppten Harry, Lucy und Lucy die beiden in die Besenkammer, rupften ihnen ein paar Haare raus und sperrten die beiden ein. Und liefen zu Hermine und Ron in die Mädchentoilette. Und habt ihr die Haare? Fragte Ron. Die beiden hielten die Haare hoch. Hermine hatte bereits drei Gläser mit einer braun-grünen, dicklichen Flüssigkeit gefüllt. Okay, jetzt die Haare, sagte sie. Lucy reichte ihre Haare an Ron weiter, die er gleich in seinem Glas tat. Ich habe euch von den beiden Umhängen geholt, sagte Hermine und deutete auf einen Kleiderhaufen. Sieht es besser gleich an. Die beiden sind schließlich größer und etwas breiter als ihr, erklärte Hermine und tat nun auch ihre Haare in ihr Glas. Gehen wir besser in die Toilettenkabine, bevor wir das trinken, fand Harry. Die drei verschwanden in einer Kabine. Lucy wartete ungeduldig, bis endlich eine Tür aufging und Harry in Gestalt von Crabbe herauskam. Lucy biss sich auf die Unterlippe und blickte zu Boden, um nicht gleich laut loszulachen. Doch als dann auch noch Ron in Gestalt von Goyle aus der Kabine kam, konnte sie nicht mehr und brustete los. Okay, aber wo ist Hermine? Fragte Crabbe. Ich glaube, ich komme nicht mit. Geht ohne mich, antwortete Hermines Stimme aus einer der Kabinen. Hermine, alles okay? Fragte Goyle. Geht schon, ihr habt nicht viel Zeit, antwortete sie. Jetzt wurde Lucy ernst und ging sogar zu der Kabine, in die Hermine gegangen war. Geht schon, ich kümmere mich um sie, sagte sie. Die beiden blickten sich kurz an und verließen das Badezimmer. Okay, sie sind weg, sagte Lucy zu Hermine. Sie hörte, wie langsam die Verriegelung gelöst wurde. Lucy öffnete die Kabinentür und als sie sah, was mit Hermine passiert war, musste sie sich erst recht auf die Lippen beißen. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Sagte Hermine, deren Gesicht bedeckt war mit Fell. Der Vielsafttrank ist nur in Verwandlung von Menschen gedacht. Ich habe Katzenhaare von Madisons Umhang gesammelt, erzählte sie. Okay, Hermine, beruhige dich. Ich muss dich jetzt in den Krankenflügel bringen, sagte Lucy, die versuchte, ruhig zu bleiben. Nein, ich kann doch nicht so rausgehen, sagte Hermine. In diesem Moment ging die Tür zum Badezimmer auf und Petri kam herein. Habe ich dir nicht gesagt, dass du dich nicht in Gefahr bringen sollst?
fragte er Lucie. Ich weiß, aber kannst du uns bitte helfen? Antwortete sie. Patrick kam näher und zog seinen Umhang aus. Komm, ich bringe dich zum Krankenpfleger, sagte er zu Hermine. Hermine zögerte erst, dann kroch sie in den Umhang. Patrick machte die Kapuze hoch, sodass Hermine sodass man Hermine nicht sehen konnte. Dann schaffte er sie mit Lucy in den Krankenflügel. Madame Pomfrey fand natürlich einen Trank, bei dem Hermine wieder so aussehen würde wie vorher. Nur bestand Hermine darauf, dass ein Vorhang vor ihrem Bett war. Als Patrick sich sicher war, dass Hermine versorgt war, verließ er den Krankenflügel. Ich glaube, du hast recht, sagte sie. Patrick ist echt in Ordnung, aber sein Bruder, ihm habe ich es zu verdanken, dass ich jetzt hier liege, erklärte sie. Wie bitte? Fragte Lucy. Lucy, ich habe bei dem Vielsafttrank alles richtig gemacht. Ich hatte auch die richtigen Haare. Millicent Bulstrode bei mir, erzählte sie. Daniel hat die Haare gegen Katzenhaare ausgetauscht. Ich habe gesehen, wie er heute Morgen aus der Mädchentoilette kam, erklärte sie. Aber was sollte Daniel für einen Grund haben, sich so an dir zu rächen? Fragte Lucy. Ich habe dir schließlich verraten, dass die beiden Vampire sind, antwortete sie. Jetzt spürte Lucy nur noch Wut. Genau in diesem Moment kamen Harry und Ron wieder zurück. Könnt ihr beide mich nicht nachher einweihen? Ich muss etwas erledigen, sagte sie zu den beiden, stand auf und ging davon. Sie hatte eine solche Wut in sich, dass sie Daniel zur Rede stellen wollte. Sie fand ihn schließlich im Gemeinschaftsraum, wo er mit Patrick am Kamin saß. Und Gott sei Dank war der Gemeinschaftsraum leer. Sie stellte sich vor Daniel hin. Hast du wirklich Hermines Haare gegen Katzenhaare ausgetauscht, nur weil sie mir verraten hat, dass ihr Vampire seid? Fragte sie ihn. Als sie Daniels fieses Grinsen sah, überkam es ihr. Lucy, nein! Rief Patrick, doch es war schon zu spät. Sie verpasste Daniel eine schallende Ohrfeige und schrie kurz darauf schmerzend auf. Lass mich mal sehen, sagte Patrick und untersuchte Lucy ihr Handgelenk. Ist gebrochen, aber ich bin mir sicher, dass Madame Pomfrey dies wieder hinbekommt. Er brachte sie in den Krankenflügel, wo Harry und Ron immer noch da waren und sehr verwundert waren, warum Lucy mit einem gebrochenen Handgelenk zurückkam.